Gehen wir duschen? Na? Er verschont uns heute oben. Heiko. Jörgi Pferderteil. Moin, liebe 12.000. Uns würde doch was fehlen, wenn wir uns hier montags nicht treffen dürften. Ne? Erste Meldung, er hat es wieder getan. Kalle hat sich impfen lassen. Er hat die nächste Schluckimpfung gekriegt und hat nun eigentlich so ein bisschen die sanfte Tour und hat die Hoffnung, dass wir ihm alle folgen. Sind wir die Lemminge? Ja, den Söder haben sie im vergangenen Jahr auch erwischt. Der ist von 4 verschiedenen Ärzten auf 4 verschiedenen Bildern geimpft worden innerhalb von 3 Wochen. Da haben sie ihn bei erwischt, weil sie die Bilder nebeneinander gelegt haben. Ne? Sie glauben sich nicht mal mehr selber. Das ist, glaube ich, eines der Grundübel, so denke ich, wenn ich die Nachrichtenlage vom Wochenende sehe. Annalenchen hat wieder in ihrer eigenen Art einen Bock geschossen, hat gesagt, Amerika, da kannst du was auf Englisch quatschen, das kriegen die Chinesen nicht mit. War aber im Fernsehen, die haben schon geantwortet, schönen Dank. Hätten wir eine normale Regierung, wäre die Dame jetzt fällig, mehr als jetzt fällig. Aber der Einäugige kann nicht mehr um sich schlagen, der ist schon völlig mit durch. Was wirst du mit so Truppen machen, wenn deine stärksten Positionen schon eine Innenministerin Faeser sind, ein Lauterbach, eine Baerbock, ein Habeck, der die Wirtschaft ruiniert? Was willst du dann machen? Durch was wolltest du die ersetzen? Ja? Vielleicht die nächsten 4, die da vorbeikommen. Die können es nicht schlechter machen. Ich habe... Ja, wir schweben immer so ein bisschen zwischen Mut und Verzweiflung. Unsere allerstärkste Waffe, sage ich immer wieder, ist unsere Konsequenz, ist unser ständiges Hiersein. Sie haben nichts mehr satt als das, das hier immer wieder stattfindet und die Fliege im großen Bärenhöhle einfach nicht totzuschlagen ist. Sie haben doch nur alles versucht. Alles Legale haben sie versucht. So, und mir ist das völlig unklar, so friedlich, wie das hier grundsätzlich abgelaufen ist und auch abläuft, und dieser Staat sich eine Gasleitung wegsprengen lässt ohne Konsequenzen, ein Staat, der sich seine Symbole wie das Grundgesetz mit Ölfarben beschmieren lässt, ein Staat, der sich das Brandenburger Tor umtapezieren lässt am Wochenende. Ich sage euch nur, eine solche Aktion, die sie uns hätten anschreiben können, wir wären alle auf Monate auf Tauchstation gewesen. So, und da sage ich, diese Ungleichbehandlung der Rechtslagen ist eigentlich das, was am allermeisten wurmt. Das ist Ankündigung von Strafen. Das ist ein doppelter Tatbestand. Es wäre ein doppelter, sie kündigen die Straftat an und führen sie dann auch genau so durch. Unter Polizeischutz. Ja, da habe ich ganz große Fragen, wie das funktionieren kann. Ich habe das ja nicht vergessen, wenn wir in Wolgast spazieren gegangen sind, wie oft sie den Zug gestoppt haben, weil irgendwo einer von 1500 Menschen die Krawatte nicht richtig sitzen hatte, den Mulltuch. Und dann haben sie da welche durchsucht, da welche rausgefischt, einfach nur um Unruhe zu stiften, um den Laden auseinanderzunehmen. Hat sich bisher aber noch keiner für irgendwie mal geäußert oder korrigiert, war alles rechtens. Und dann sage ich, die anderen richten jetzt in Berlin Tag um Tag Hunderttausende Euro Schaden an. Der einzelne Autofahrer, der sich da jetzt wehrt, ob er auf die losgeht oder wie, der wird gefilmt, der wird sofort festgenagelt, da schlägt Justitia zu, kann nicht funktionieren. Und sie produzieren in einer Tour solche Widersprüche. Eines der größten Widersprüche sind die wirtschaftliche Lage. Die Nachrichtenlage ist so, dass wir überhaupt nichts mehr tun gegen die Inflation, sondern die Inflation mit dem nächsten Step gen Jahresende befeuern werden. Man kündigt an, dem Volk
Gas und Strom zu erhöhen. Und da kommen gleich die Leserbriefe dazu. Ja, bei mir ist die Stromrechnung schon erhöht worden, bei mir ist Gas schon angekündigt worden. Sie haben jede Hemmung verloren. Und da sage ich, warum gehen Sie so vor? Es kann nur einen Grund geben, einen sachlichen Grund. Wir sind pleite. Wir sind definitiv pleite. Ansonsten ist das ja nicht erklärbar, warum Sie mit so komischen Formulierungen sich immer wieder eine neue Begründung einfallen lassen, um an das Geld der Leute ranzukommen. Ich lese da so Berichte, 40 Quadratmeter Wohnraum, mehr steht dir nicht zu, du hast dir jetzt irgendwie was gebaut, Kinder ziehen aus, kannst du auch gleich mit ausziehen. Oder du hältst die Kinder eben bis zur Rente da drin. Wie stellen die sich das vor? Ist alles nicht bis zu Ende gedacht, aber man kann Angst und Schrecken unter die Leute bringen. Man kann sie nervös machen. Man müsste nur denken, dass es bei der Stimmungslage natürlich viel mehr Leute anspricht, etwas dagegen zu tun. Die Leute haben immer noch die Auffassung, denk mich da so rein, das wird sich irgendwie wieder normalisieren. Mit diesem Personal kann es sich aber nicht mehr ändern. Ja, Sie haben wirklich fertig, Sie sind nicht mal mehr in der Lage, einen Ihrer Minister zu entlassen, weil er sofort zur Krise führt und das ganze Laden auseinanderfliegt. Ihr habt die Bilder gesehen, Lampedusa, dort ist ein reger Fährverkehr. Die Frau Meloni, Ministerpräsidentin von Italien, hat eingeladen die europäische Führung. Was ist die Antwort, die man dort gibt? 10-Punkte-Programm, dreht sich um und ist wieder weg. Wir müssen uns auf europäischer Ebene, müssen wir uns dazu irgendwelche Regelungen einfallen lassen. 10-Punkte-Programm kann nicht funktionieren. Wird bitte, bitte böse auf die Füße fallen. Die Konflikte werden immer größer in Deutschland. Die Eritreer haben am Wochenende ein Straßenfest gefeiert mit Latten, mit Nägeln vorne dran. Es hat 27 verletzte Polizisten gegeben. Wir haben die Frage Krieg und Frieden immer noch. Bei der Regierung wird mir am meisten Angst, dass sie die Probleme am Ende, wenn sie sie nicht mehr in den Griff kriegen, in eine kriegerische Auseinandersetzung überführen und sich dann vielleicht noch als Helden feiern lassen, wenn sie hier die Leute rekrutieren. Ich habe Äußerungen gesehen, natürlich sind die Ukrainer in der Situation verzweifelt, das kann man nachvollziehen. Aber dass wir nun verpflichtet sind, uns hier mit aller Waffentechnik, die gefordert wird, in den Dritten Weltkrieg ziehen zu lassen, ist nicht nachvollziehbar. Und wir haben auch ganz andere finanzielle Probleme. Und wenn der Habeck jetzt schon den Wiederaufbau dort versprochen hat für 350 Millionen, dann muss ich sagen, wo leben diese Menschen? In welchem Übermaß leben diese Leute? Die Rentner werden hier abgefertigt mit 1.000 Euro und weniger. Die sollen Flaschen sammeln, sollen arbeiten, bis sie umfallen. Und für diese Geschichten ist alles Geld der Welt da. Aber es geht wahrscheinlich um so große, gigantische Summen, dass jede Moral abhanden gekommen ist. Es gibt keine moralische Bewertung. Die Moral ist für uns da. Das Volk hat sich nach moralischen Regeln zu richten. Aber da oben werden riesige Gewichte durch die Gegend geschoben. So, und der Zelensky hat jetzt noch mal einen nachgelegt. Da muss ich wirklich schlucken. Man hat ja nun schon einiges gehört von diesen Leuten. Wenn die Polen, die sich dagegen wehren, jetzt nicht das Getreide abnehmen und die Ungarn das Getreide abnehmen, wird er sie verklagen. Und wenn die EU nicht ihre Forderungen erfüllt nach mehr Geld und mehr Waffen, dann würde er den Ukrainern in Europa sagen, sie sollten sich nicht mehr so ruhig und friedlich bewegen. Und da muss ich sagen, da muss es dann wirklich mal einen Strich geben, das hat nichts mehr mit Hilfeleistungen zu tun. Schluss aus! Da platzt mir doch wirklich der Sack. Wie kann denn das sein? Hier den Leuten eine Last nach dem anderen auferlegen und dort kann man sich bewegen wie die Axt im Walde. Die sind im Krieg, haben auch eine Sprache des Krieges, aber das muss man doch auch immer irgendwo sehen, wie das hier bei den Leuten ankommt, denen man jede Art von Zumutung anbietet. Also wir haben weiterhin einiges auf dem Schirm. Die Politik, davon gehe ich fest aus, ist nicht mehr selbst in der Lage, den Weg zu korrigieren. Ihr verfolgt selbst
wenn es nur ansatzweise eine Äußerung gibt, wir müssten die Zahlen der Migranten steuern, reduzieren, wir haben die Kontrolle verloren, schlägt sofort die Gegenpartei SPD drauf und sagt, auf gar keinen Fall, Menschenrechte sind unteilbar, und dann sind sie damit durch mit dem Thema. Es ist nicht mehr von sich heraus korrigierbar. Die Älteren haben es erlebt, wie ein älterer Mann ans Pult geht, in Latschen. Wir haben euch doch alle lieb. Alle Menschen. Alle haben wir doch lieb. Wir haben doch zu jedem Kontakt gehabt. Wahrscheinlich müssen wir diese Nummer nochmal erleben. Die Menschen sind nicht in der Lage, rechtzeitig darauf zu reagieren. Ich danke euch und ihr kommt wieder. Danke, Heiko. Das sind Zeiten gewesen. Ja, wir kommen wieder in diese Regionen, aber alles, was wir hatten, auch zu DDR-Zeiten, war nicht so schlimm wie heute. Und das habe ich einem Kumpel, der jetzt im Heim leben muss, gesagt. Und der guckte mich entrüstet an und sagte, um Gottes Willen, der hat nichts verstanden. Ne, wir haben angeblich eine Freiheit. Und die, die wirklich diese Freiheit nutzen wollen, die aufklären, sitzen in den Gefängnissen, die aufgeklärt haben, was ein mRNA-Impfstoff ist. Die sitzen in den Gefängnissen, die für die Menschen gearbeitet haben, die werden angeklagt. Aber die, die hier eigentlich aufgenommen werden wollen und Lübeck zu einem Teil verwüsteten oder andere Städte, wo Verwüstungen entstehen, diese Aufnahmen sieht man nicht in ARD und ZDF. Da gehen sie drüber weg. Entweder haben sie zu viel getrunken, dass sie es verpasst haben, oder aber das, was wir annehmen, sie betreiben Propaganda und keine echte Aufklärung und Nachricht. Deshalb sind die Medien gleich nach der Regierung der schlimmste Bereich, der uns in diese Situation gebracht hat.